So, wir sind wieder auf heimischem Boden und werden gleich irgendwann in dieser Folge sterben! Nicht sterben. Sterben werden wir nicht. Das ist doch so viel. Ah. Entschuldigung. Wir werden dafür sorgen, dass wir unser Haus fast komplett neu bauen dürfen, wahrscheinlich. Nein, das werden wir genau das werden wir nicht tun. Ich suche jetzt erstmal eine Schnecke, wo ich mich einbunkern kann und rausschießen und so, wisst ihr, weil klug. KLUK und so. Die Dinger haben mich schon die ganze Zeit gestört. Schutz geht das sogar einigermaßen. Okay, wie bereite ich mich hier am besten vor? Okay. Da die Viecher mit Sicherheit nicht nett sein werden, die da kommen. Ich muss ja sagen, ich kenne die ganzen Bosse schon. Ich hatte mal ein Video gemacht, aber nicht hochgeladen, wo ich wirklich alle Endgegner an der Reihe entlang fertig gemacht habe. Also richtig. Weil ich einfach die beste Rüstung und die beste Waffe hatte, die geht. Und da habe ich die einfach, weißt du, alle so mit einem Schlag so weg, weg, weg. Das wird mir hier, glaube ich, schwerer fallen. Machen wir hier mal ein bisschen gerade, dann wird es hier immer unsere Battle Arena. Im Alpha-Sektor, da sind auch die ganzen anderen Gegner nicht mehr so schlimm. Die so um einen herum sind. Das hier mal ein bisschen zu. Dann hat das auch noch Stil. Eischte. Dann sieht das hier auch so aus, als wäre das alles gewollt. So, noch eine schöne Treppe hier. Sieht sogar echt schön aus, muss ich sagen. Okay, und jetzt heißt es. Viel mehr sollten wir in der Theorie gar nicht brauchen. Jetzt. Wo ist der Distress Beacon? Hier. Okay. Hunger erledigt. Nochmal eine Runde heilen. Kann ich noch Bandages machen? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich werde hier oben auf jeden Fall das hier hinsetzen. Okay, den behalte ich doch eher noch da. Das. Okay. Mich gerade auf den Kampf ein. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck. Entschuldigung. Ich gehe gerade wieder richtig im Zocken auf. Im Let's Play. Ist geil. Ich freue mich gerade einen Ast ab. Wenn ich in der nächsten Zeit meine Präsentationsprüfung wäre fürs Abitur, dann würde ich hier aber reinhauen, wie nichts Schönes. Okay. Beginnt. Ich bin hier. Hallo? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja genau hier. Was? Echt jetzt? Der reagiert nicht? Oh, ich habe keine Energie mehr. Shit, macht denn nichts? Hat sie sich jetzt gerade verbuggt oder sieht das nur so aus? Der hat sich gerade festgebuggt, glaube ich. Leute, das war nicht mein Plan, aber es scheint ja zu funktionieren, ne?
noch schön energiegeladene Schüsse. Und die machen ja auch einiges an Schaden. Leute, das ist jetzt echt. Das ist jetzt gerade echt billig. Das ist jetzt gerade echt billig. Ernsthaft? Okay. Und was? Das war einfacher als ich dachte. Das war der erste Boss. Da haben wir jetzt irgendwie leichte Probleme. Wie man vielleicht bemerkt hat. Das war jetzt gerade echt billig. Das wäre jetzt gerade echt schon ein bisschen peinlich, ey. Ich will jetzt nichts sagen, ne, aber... Da hatte ich jetzt eher mehr erwartet. Also, ich meine, mein erster Kampf gegen das Viech, das war... Gott, ich wusste gar nicht, was auf mich zukam. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich froh. Und jetzt dachte ich mir gerade, ist ja langweilig. Das Schlimme ist, es war ja noch so langweilig, wie ich es mir gerade dachte. Weil ich war ja dabei. Blöd. Okay, dann, Codex. Codex? Starborn Survival Guide. Dreadwing Penguin. Wie viel haben wir denn da? 5 Pages. Das geht. Aber mein Englisch. Mal schauen. Gather round. And let us speak of Dreadwing the Pirate. This vile bird, once posed as a glitch king, went toe-to-toe with a florin, out-wrestled an apex, out-flew an avian, out-drank a human, natürlich, and out-patronized a hylodl. He's the self-confessed scourge of the galaxy and cannot wait for the day when the rest of the universe notices his latest plan is as fiendish as it is simple. Distress beacons. Curious explorers and pesky do-gooders can't resist the call for help. Then, as soon as they make contact, he's there in one of his many custom UFOs. An army of angry penguins in tow. Nobody really knows what Dreadwing gains from these attacks. Analysts estimate that the destruction of UFOs must be costing Dreadwing hundreds of thousands of pixels, and yet he persists smashing his way through settlements and blowing up camps until eventually he's chased off, tail feathers between his legs. Fun Dreadwing fact. Dreadwing's early UFO design did not allow him to destroy terrain, thus leaving him vulnerable to adventurers who hit themselves below ground. So wie ich das gemacht habe. Okay. Gut. Und jetzt haben wir einen Molten. Oh, wir haben 5 voll. Warum haben wir 5 Molten Core? Okay, soweit so gut, ne, würde ich mal sagen. Wir nehmen das Ding mal und dann könnten wir jetzt hier so eine Metal Workstation machen. Die kann man auch machen, die machen wir jetzt auch. Und dann nehmen wir die natürlich mit nach oben. Ist doch Quatsch, hier unten hinzustellen. Hier ist ja nur so ein kleiner Randbereich. Hier ist zwar unsere Heimat, aber unsere Heimat wird nachher erst aufgebaut. Das wollte ich nicht. Molten Core, Molten Core, Molten Core. Oh. Star Map Upgrade. Craft. Oh, guck mal. Makeshift Helmet. Metablock. Steel Bar.
Okay. Leute, bald geht's hier aber ab. Und wir benutzen das Ding einfach mal. Starmap Upgrade MK2. I can use this to upgrade my ship's engine, allowing flight into the beta sector. Starmap updated. New data has been uploaded to your ship's navigation systems. Select the beta sector from the top of the navigator when in galaxy view to advance. Kann ich jetzt auch mehr machen? Robotic Crafting Table, jawohl. Steel Hunting Bow, Steel Bars, oh cool. Eisen, oh, nicht so cool. Das kostet mich denn einiges. Silber, das ist cool. Bauen und... Bauen und... Kein Silber mehr. Und blöd. So, 15, 8, oh, das ist wesentlich besser. Nein, ich werde immer nur das behalten, was ich für richtig halte. Silver Helmet. Okay, jetzt sieht kacke aus. Ich behalte den erstmal, den Helm, weil das sieht echt kacke aus. Und jetzt brauche ich nur noch den Beine. Oh Gott, die Beine. Und Scouts Helm. Das kann man dann nochmal alles machen mit Steel Bars. Das ist dann die nächste Stufe wieder. Das heißt, wir sorgen jetzt mal dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Eisen herstellen können. Das bleibt, das kann weg. Das kommt dahin, das Ding kann man nicht mehr benutzen. Das werde ich nicht benutzen, obwohl... zu spät. Das können wir hier wegpacken, die Kisten und so. Das brauchen wir gerade eigentlich gar nicht. Aber sieht momentan ganz gut aus hier. Also das war jetzt ein schneller Bosskampf und so. Weißt du, das lief so von der Hand weg. Okay. Und jetzt heißt es hier, wir machen uns ein paar Steel Bars. Machen wir einfach mal. Oh, verdammt, wir haben zu wenig Kohle. Hm. Ihr wollt mich doch verarschen. Aber wir haben hier ein bisschen was hiervon. Man muss ja mal schauen, dass man alles da hat, was man braucht. Ne? Wir müssen jetzt sowieso dann wieder auf den Planeten runter Kohle sammeln, denn von der Kohle habe ich ja gar nichts mehr. Da habe ich ja nichts mehr übrig von. Und ich werde mit Sicherheit nicht alles hier dran verschwenden. Das wäre wirklich Quatsch. Steel Hunting Bow Craft. Was haben wir denn hier noch Schönes? Steel. Claw Hammer. 27 Schaden. Jawoll. Damit kann ich hier richtig aufräumen. Das ist cool. Das ist echt cool. Den. Ich hoffe, das ist der richtige. Ich hoffe, das ist die richtige Waffe. Hoffentlich schön lang und so. Stieße. Ja, die ist gut. Ausprobieren. Oder? Ausprobieren? Kurzes Ausprobieren. Weil die Folge doch jetzt irgendwie doch recht langsam war im Endeffekt. Langweilig meine ich. Ich glaube, ich werde mich hier im Alpha-Sektor noch ein bisschen aufhalten. Die Dinger können mir nicht so viel anhaben. Ich kann die einfach fertig machen. Und kann dann mit Sicherheit gut im Untergrund arbeiten. Okay. Die Waffe ist schön. Wahrscheinlich meine... Entschuldigung. Meine Rüstung ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die schlechteste. Also die wird ja wahrscheinlich auch immer besser werden. Die wird eben immer besser, ne? Skillsystem und so. Gibt's halt nicht, aber im Endeffekt schon. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich höre mit dieser Aufnahmesession auf. Und ich würde mal behaupten, ja, wir kommen doch gerade recht gut voran. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Ciao.